Herzlich willkommen, Herr Benedikt Brammer. Sie sind im Zuge der Friedenspädagogischen Woche hier bei uns im 11. Jahrgang gewesen. Und jetzt möchte ich gerne ein Interview mit Ihnen führen, um ein bisschen mehr über Ihre Arbeit zu erfahren. Sehr gerne. Erst einmal, ich weiß persönlich nur, dass Sie Architektur studiert haben und dass Sie im Libanon waren für eine sehr lange Zeit. Ich glaube, 8 Jahre waren es. Erzählen Sie doch mal, was haben Sie da gemacht? Was war Ihre Arbeit? Wie ist Ihre Berufsbezeichnung? Ja, genau. Ich bin eigentlich Architekt von Haus aus. Das habe ich studiert. Bin danach aber in den Libanon gegangen für 6 Jahre und für ein Jahr nach Jordanien. Und ich habe dort als Friedensfachkraft gearbeitet. Das heißt, ich habe sozusagen mit den lokalen Gemeinschaften und den Menschen vor Ort, vornehmlich Zivilgesellschaft, gemeinsam Projekte durchgeführt und probiert, so ein bisschen Frieden in den Libanon zu bringen. Wie kamen Sie von Ihrem Architekturstudium auf die Friedensarbeit? Ja, das ist tatsächlich ein großer Sprung gewesen, aber ich habe mir immer schon irgendwie vorgestellt, dass ich mir was Sinnvolles machen sollte mit dem, was ein Architekt macht. Und der Architekt macht im Grunde genommen ganz ähnliche Sachen wie ein Friedensarbeiter. Er baut halt etwas auf und probiert das halt auch langfristig zu machen. Und deswegen hat das für mich sehr nahegelegen, dass ich dann auch ja, was anderes gemacht habe, nämlich Friedensarbeit. Sind Sie dann nach der Uni direkt im Libanon gewesen, haben sich angemeldet, beworben und sind angenommen worden? Oder war da eine Zwischenzeit dazwischen? Nee, da war tatsächlich noch ein bisschen Lebensweg dazwischen. Direkt nach der Uni habe ich erstmal als Architekt gearbeitet, habe auch als Architekt im Ausland gearbeitet, zum Beispiel in Italien oder in Indien. Und ich habe dann einfach gemerkt, Ausland ist etwas, was ich total gerne mache und bin dann in den Libanon. Das hat sich angeboten und ich hatte vorher überhaupt gar keine Erfahrung zum Libanon. Das heißt, ich bin da so ein bisschen ganz spontan reingerutscht, aber das war für mich ganz schön. Das war Das heißt, toll. es gab auch keine Verbindung irgendwie zum Libanon. Es war einfach so, klingt gut. So kann man das fast sagen, aber nee, ich hatte keine Verbindung. Aber ich fand den Kontext einfach spannend. So den Nahen Osten, das ist ein Bereich, das ist ein Kontext, den ich sehr spannend finde, wo ich gerne auch bin, wo ich auch in Deutschland schon viele Freunde hatte, die aus der Region kommen. Ah, das ist sehr interessant. Sagen Sie mal, als Sie im Libanon waren, welche Konflikte gab es da gerade zu dem Zeitpunkt? Oh, das waren ganz, ganz viele Konflikte. Aber der Hauptkonflikt, an dem wir gearbeitet haben, war, dass so viele geflüchtete Menschen aus Syrien im Libanon waren und dass wirklich so einen riesigen Druck auf die Gemeinschaften und Gesellschaften gegeben haben, dass dort unbedingt jemand auch arbeiten musste, damit das besser wird. Und wie haben Sie da genau gearbeitet? Haben Sie Häuser gebaut oder haben Sie was genau gemacht? Ja, nee, wir haben eher darauf geachtet, dass die Menschen besser zusammenleben können. Das heißt, wir hatten auf der einen Seite die libanesische Gastgemeinschaften und auf der anderen Seite die Geflüchteten aus Syrien. Und wir haben einfach versucht, über gemeinsame Projekte zu erreichen, dass die Leute wieder ins Gespräch kommen, anstatt sich irgendwie über Gewalt ihre Konflikte zu lösen, und haben so es geschafft, dass die Menschen halt zumindest für die Zeit, wo sie dort lebten, auch friedlich miteinander leben konnten. Sie haben, als Sie bei uns in der Klasse waren, etwas von Hilfe zur Selbsthilfe erzählt. Haben Sie das genau gemacht oder haben Sie tatsächlich wirklich aktiv mit den Flüchtlingen gesprochen oder mehr mit Vertretern des Volkes? Ja, das ist auch ein Prozess gewesen. Also am Anfang, also wir hatten immer schon geplant, dass wir Hilfe zur Selbsthilfe machen. Und aber diese Idee, die muss natürlich auch erstmal gepflanzt werden, sage ich mal. Und am Anfang haben wir natürlich viel Friedenspädagogik gemacht, aber auch zusammen überlegt, wie solche Projekte aussehen sollten, was die Leute genau benötigen. Und letztendlich dann Richtung Ende des Projektes war natürlich das Ziel, dass die Leute sich auch selbst helfen können. Weil, wenn wir irgendwann nicht mehr da sind, wäre es natürlich super, wenn das Projekt einfach auch weiterlaufen würde. Was waren die größten Herausforderungen dabei? Oh, da waren ganz viele Herausforderungen. Also tatsächlich so diese ganze Konfliktlage. Es war sehr viel Gewalt im Spiel. Es war auch oft sehr gefährlich. Aber es war auf der anderen Seite auch sehr beeindruckend. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die ganz tolle Arbeit geleistet haben. Und mit denen zusammenzuarbeiten war eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
Sprache war natürlich eine Herausforderung. Arabisch konnte ich kein Wort, musste ich irgendwie lernen, damit ich es mir zumindest verständigen kann. Aber das lernt man einfach mit der Zeit. Das ist ja super interessant. Das heißt, Sie können jetzt heutzutage immer noch Arabisch sprechen? Ein kleines wenig, ein kleines bisschen, ja. Haben Sie auch noch Kontakt zu Leuten aus Libanon oder aus Jordanien? Waren Sie richtig auch noch? Ganz viel. Also ich habe viele Freunde im Libanon, zu denen ich teilweise auch noch Kontakt habe. Besonders jetzt, wo die Situation wieder sehr angespannt ist. Und ich bin mit einer Jordanierin verheiratet. Das heißt, ich habe tatsächlich Familie dort. Haben Sie vor, nochmal dorthin zurückzugehen zum Libanon, im Sinne Ihrer Arbeit oder vielleicht auch im Privaten? Also auf jeden Fall. Also ich würde mich sehr freuen, wieder ins Ausland zu gehen. Bei mir ist es immer so, ich bin für 3 Jahre wieder hier in Deutschland und dann merke ich einfach, also ich werde ganz hippelig und ich muss wieder raus. Und dann überlege ich mir meistens, was könnte ich machen und mal schauen, wo es dann wieder hingeht. Das klingt ja alles super interessant. Mhm. Haben Sie dabei keine Angst um Ihr eigenes Leben zum Beispiel, auch wenn Sie in gefährlichen Kriegssituationen oder so weiter sind? Ich hatte, bevor ich in den Libanon gegangen bin, viel mehr Angst, als ich eigentlich hatte, als ich da war. Weil wenn man erst mal mit beiden Füßen vor Ort steht und so die Situation noch ein bisschen einschätzen kann, Freunde hat, die auf einen aufpassen und auch so ein bisschen sensibel ist für seine Umwelt, dann ist das doch alles eigentlich machbar. Haben Sie wirklich einen weiten Weg zurückgelegt, vom Architekten zum Friedensberater? Glauben Sie, das ist anderen Leuten auch möglich, die zum Beispiel etwas anderes studiert haben und dann meinen, sie würden gerne im Frieden helfen, bei der Friedensberatung, Friedensbildung vielleicht auch? Also ich kann das nur jedem empfehlen, der Lust darauf hat, der ein bisschen andere Kulturen kennenlernen will, der sich engagieren will und der einfach auch in dem Bereich Frieden arbeiten möchte. Ich kann das nur empfehlen, mal zu gucken, ob es solche Möglichkeiten gibt. Also ich würde das immer wieder tun. Dann sagen Sie zum Schluss nochmal eben, wie sind Sie an unsere Schule gekommen? Was kam dazu, dass Sie quasi heute bei uns diesen Unterricht gemacht haben, uns das beigebracht haben? Ja, ich hatte eine ganz freundliche Anfrage von Herrn Pester und ich finde das total spannend. Also normalerweise habe ich ganz viele Seminare oder auch Tagungen mit eher älteren Menschen und das ist natürlich auch spannend, aber das ist eine ganz andere Aufgabenstellung als mit Jugendlichen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin stark beeindruckt von den heutigen Jugendlichen, weil also die Art und Weise, wie sie in so schwierigen Zeiten einfach mit Gewalt, Krieg und Frieden umgehen und trotzdem noch so motiviert und engagiert sind, das finde ich sehr bereichernd. Das freut uns natürlich. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei Ihnen für dieses Interview und auch für den Input, den Sie uns heute gegeben haben. Gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Dankeschön.